Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video in der Reihe Julia vs. Python. Hier in diesem Video schauen wir uns folgende Aufgabe an. Wir bekommen als Übergabewert eine Zahl gegeben und diese Zahl ist ein Produkt aus kleineren Zahlen zwischen 2 und 9 oder auch eben nicht. Und im ersten Fall, dass es ein Produkt ist, sollen wir die Zahlen finden, also die Zahlen zwischen 2 und 9, sodass, wenn wir die Zahlen nebeneinander stellen, dass wir eine Zahl generieren, also die Zahl, die wir dann erhalten, wenn wir diese einzelnen Zahlen nebeneinander stellen, wenn man die einzelnen Ziffern aufmultipliziert, soll quasi dieses Produkt hier oben rauskommen. Und wir sollen die möglichste dieser Zahl herausfinden. Und wenn es nicht geht, dann sollen wir minus 1 zurückgeben. Okay, wie machen wir das? Wir fangen an mit einer Vorschleife und sagen i in range und von wo bis wo. Wir wollen eben von 9 dann bis exklusive 1, also die Range geht immer von da bis ohne dem Ende und als Step Size wollen wir minus 1 haben und dann machen wir eine While-Schleife und sagen, dieses Produkt, solange dieses Produkt teilbar, also das können wir mit Modulo i, teilbar durch i ist, also diese Zahl von 9 bis 2, da wollen wir Folgendes machen. Das erste ist, dass wir dieses i dann speichern wollen damit wir wissen, wie oft wir quasi dieses i aufmultipliziert oder diese Zahl zwischen 9 und 2 aufmultiplizieren müssen, damit wir dieses Produkt eben bekommen. Und als nächstes wollen wir dieses Produkt, als nächstes wollen wir hier dieses Produkt verkleinern und sagen eben, dass dieses Produkt dann gleich dem Produkt ist, aber geteilt durch i. Und das machen wir eben so lang, wie wir durch diese eine Zahl teilen können. Dann können wir uns anschauen, if dieses Produkt gleich gleich 1 ist. Also wenn wir das jetzt in diese Faktoren zerlegt haben, in diese Faktoren, die wir dann hier in diesem R gespeichert haben, wenn das dann zerlegt ist, dann wollen wir zurückgeben. Das gucken wir uns gleich an, was wir da zurückgeben. Und im Else-Fall, wenn das eben nicht geht, dann returnen wir minus 1. Okay. Jetzt haben wir hier dieses R. Das R sind die Zahlen, wenn möglich, also wenn es möglich war, dann 9, dann 8, dann 7 und so weiter. Aber wir wollen ja, wenn wir das zusammen, die Zahlen zusammenfügen, die kleinstmögliche Zahl, das heißt, wir müssen das noch umdrehen. Das machen wir, indem wir einfach dieses R eben umdrehen, diese Liste. Und dann wollen wir diese Liste joinen. Das machen wir mit einem Join und dann müssen wir einen String bekommen und diesen String wollen wir dann in einen Int umwandeln. Das machen wir einfach mit der Int-Funktion und dann können wir das mal laufen lassen und gucken, ob der Code läuft. Wir haben erstmal einen Fehler.
Int not found. Dann lassen wir das Ganze mal laufen ohne das und geben hier einfach eine 1 zurück. Gucken, ob es dann läuft. Okay, dann läuft das. Jetzt müssen wir uns noch zwei Sonderfälle anschauen. Wenn nämlich wenn das Produkt gleich gleich 1 ist, dann wollen wir eben 1 zurückgeben. Und if das Produkt gleich 0 ist, dann wollen wir 10 zurückgeben. Okay. Und jetzt können wir probieren, ob jetzt dieses int funktioniert, weil jetzt ist die also davor konnte es sein, dass die Liste leer war. Okay, das funktioniert noch nicht. Dann gucken wir, ob wir das Join hinbekommen. Oder ob wir das Join einfach printen können. Print dieses Join. Return 1. Das geht auch nicht. Dann gucken wir uns erstmal dieses R an. Es kann sein, dass wir das R erstmal umwandeln müssen in einen String, damit wir das joinen können. Okay, jetzt läuft das Ganze. Und die sind auch schon sortiert. Das heißt, die müssen jetzt ein Map-String zu dieser Liste. Dann gucken wir mal, ob das dann Strings sind. Okay. Das funktioniert nicht. Dann spickle ich mal kurz. Okay. Also, ui. Also wir haben dieses R ist richtig sortiert. Dann mappen wir das. Und jetzt sollten wir das eigentlich joinen können. Join. Und wir wollen das auf der leeren Liste joinen. Und bekommen dann die 26, die wir haben wollen. Dann können wir das Ganze return, die Klammer wegmachen und dieses return auch wegmachen und das Ganze laufen lassen. Jetzt haben wir hier den String und diesen String, den müssen wir noch umwandeln in ein Integer und das können wir einfach mit der int-Funktion machen. Und damit haben wir dann alle 18 Tests richtig durchgemacht und die Aufgabe erfolgreich in Python abgeschlossen. Als nächstes schauen wir uns die Aufgabe in Julia an. Da machen wir das ähnlich. Wir sagen erstmal die zwei Fälle. Wenn das Produkt gleich 0 ist, dann dann wollen wir eben 10 returnen. Wenn das Product gleich 1 ist,
dann wollen wir 1 return. Dann machen wir eben diese Vorschleife von 9 minus 1 zerschritten bis 2. Und wir machen diese Wahlschleife, solange dieses Produkt durch i teilbar ist, wollen wir eben uns merken, das ist r, dann machen wir einen Push r, i und wir wollen dieses Produkt updaten zu dem Produkt, wenn das durch i geteilt ist. Und dann haben wir eben zwei Fälle, if i, if Produkt gleich gleich 1 und else end. Dem else-Fall return wir minus 1. Und jetzt haben wir diese Liste r, die müssen wir, erstmal müssen wir diese Liste rumdrehen. Können wir reverse machen und einfach, indem wir eine Range angeben, die von Ende bis minus 1 bis 1 geht. Dann müssen wir die Elemente, dann müssen wir elementweise das umwandeln zu einem String. Dann joinen wir diesen String. Und als nächstes tun wir diesen gejointen String parsen zu einem Integer und können das mal dann durchlaufen lassen und haben erstmal einen Fehler. Schauen wir mal, ob das so läuft, ob hier der Fehler war. Ah, vor i in. So, dann haben wir damit den Fehler und dann können wir auch das hier durchlaufen lassen und sehen, alle Tests sind richtig durchgelaufen. Wir können das Gesamte abgeben und haben damit die Aufgabe auch erfolgreich in der Programmiersprache Julia gelöst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.